Du interessierst dich für unser Beamlight UV-LED-System, hast aber noch keins bestellt, weil du noch offene Fragen hast. Ich habe heute einmal die sechs wichtigsten Fragen zusammengefasst, die ich jetzt beantworte. Das erste wichtige Thema ist das Thema Sicherheit. Ist die Lampe überhaupt für mich und meine Kunden sicher? Ja, die Lampe ist sowohl für dich als auch für deine Kunden sicher. Einzige wichtige Regel ist, schau nicht mit offenem Auge direkt in das Licht. Das bedeutet, deine Kundin liegt während der Applikation, hat die Augen geschlossen. Du verlängerst ihr die Wimpern. Du betätigst das Fußpedal, löst das Licht aus. Es strahlt 1 bis 2 Sekunden pro applizierte Wimper auf das geschlossene Augenlid. Du währenddessen sitzt dahinter, hast sogar deine Sicherheitsbrille an, die du on top dir noch aufsetzt. Aber eigentlich bräuchtest du die noch nicht mal, denn du schaust nicht direkt mit dem offenen Auge in das Licht. Das Licht strahlt nach unten. Das bedeutet, nur für den unwahrscheinlichen Fall, dass du irgendwie diese Lampe aus irgendwelchen Gründen genau auf dein Auge richtest, das Fußpedal auslöst und dein Auge öffnest, für diesen Fall hast du noch zusätzlich diese Sicherheitsbrille. Das Auge wird nicht geschädigt. Um ganz, 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 ganz sicher zu gehen, haben wir unsere Lampe von einem externen Labor prüfen lassen und haben einen 21-seitigen Sicherheitsbericht über unsere Beamlight-Lampe. Eine weitere wichtige Frage ist, werde ich überhaupt mit dem Beamlight UV-LED-System arbeiten können? Werde ich damit klarkommen? Brauche ich eine Schulung? Da gibt es eine ganz, ganz klare Antwort drauf. Ja, du wirst damit klarkommen. Du wirst es nach einer Minute beherrschen. Du brauchst dafür keine Schulung. Mit dem System zu arbeiten bedeutet, es wird einfacher für dich. Es ist einfacher, als mit klassischem Wimpernkleber zu arbeiten. Wir schicken dir eine Anleitung dazu. Du wirst es nach einer Minute beherrschen und du wirst es lieben und du wirst nicht mehr zurück wollen. Nächstes Thema, Remover und im Allgemeinen Wimpern ablösen. Wie funktioniert das beim UV-LED-System Beamlight? So, also unseren UV-LED-Kleber Beamlight kannst du mit klassischem Remover lösen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Du löst die Wimpern ganz normal ab, genauso wie vorher. So sieht es auch beim Refill aus. Wenn eine Kundin kommt und sie rausgewachsene Wimpern hat, die du gerne entfernen möchtest, möchtest du ablösen, um neu draufzusetzen, ist es überhaupt gar kein Problem. Du nimmst deine zwei Pinzetten wie sonst auch, hältst die Naturwimper fest, nimmst die Kunstwimper, die du ablösen musst, ziehst die ein bisschen ab und klackst die auseinander, ohne die Naturwimper zu beschädigen oder rauszureißen. Das Ganze wie immer, das funktioniert wie immer, es ist überhaupt gar kein Problem, es ändert sich nichts. Super easy. Nächstes wichtiges Thema ist das Thema Allergie. Kann meine Kundin trotzdem noch allergisch auf den Kleber reagieren? Ja, deine Kundin kann noch allergisch reagieren. Unsere Erfahrung zeigt, dass wenn man 10 Allergiekunden hat, stell dir vor, du hattest 10 Kundinnen, die allergisch reagiert haben auf klassischen Wimpernkleber, können 8 davon jetzt mit dem UV-LED-Kleber wieder Wimpern tragen und zeigen keinerlei Reaktion. 2 können noch Reaktionen zeigen. Das sind dann die richtigen Hardcore-Fälle, die super, super empfindlich sind, die können auch Allergien zeigen. Also 8 von 10 zeigen keine allergische Reaktion mehr, die vorher auf klassischen Kleber reagiert haben. Das ist unsere Erfahrung an mehreren 100 Allergiekunden, die wir getestet haben. So, ein Thema gibt es noch. Klickt das Pedal von der Beamlight S6 Lampe? Wurden wir öfter mal gefragt. Antwort ist, ja, es klickt. Ich mache es mal vor. Ich stelle es jetzt mal auf den Boden, damit es etwas realistischer ist. So, bei meinem Fuß. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich sitze in einem Raum, der sehr leise ist. Hier ist sonst niemand drinnen, man hört nichts, es läuft keine Musik. Ich unterhalte mich nicht mit einer Kundin, wie es ja normalerweise im Salonalltag ist. Man hat vielleicht sogar noch Kolleginnen neben sich sitzen, die auch reden. Also es ist ein bisschen was los, ne? Hier ist bei mir leise, in dem leisen Zustand hört sich das wie folgt an. Das ist das Geräusch von der Beamlight S6 Lampe. Und wer jetzt noch offene Fragen hat, darf sie uns natürlich jederzeit super gerne stellen über unseren WhatsApp-Support oder uns eine DM bei Instagram senden. Wir beantworten alle Fragen gerne. Und es gibt auch noch ab dem 15. April die Möglichkeit, live vor Ort in unserem Partnerstudio in Hamburg einen Beratungstermin zu buchen bei unserer Schulungsleiterin Rebecca. Die nimmt sich dann die Zeit, zeigt euch das System. Ihr könnt die Lampe vor Ort live testen und euch überzeugen lassen.